In Potsdam ist heute die Einheitsexpo zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit eröffnet worden. Statt eines großen Bürgerfestes am 3. Oktober gibt es wegen der Corona-Pandemie in den kommenden 4 Wochen eine Freiluftausstellung. Sie zieht sich auf 3,5 Kilometern quer durch die Landeshauptstadt. Brandenburg hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat inne. Wir miteinander. Es ist eine Einladung des Landes Brandenburg, die deutsche Einheit gemeinsam zu feiern. Doch statt einem großen Fest am 3. Oktober kann man die 30. Einheitsfeier 30 Tage lang als Spaziergang erleben. Bundesländer wie hier Brandenburg wollen sich von ihrer schönsten Seite zeigen und auch Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht stellen sich in Potsdam vor. Gerade an Potsdam sieht man, wie gut sich Deutschland, aber auch wie gut sich Ostdeutschland, wie gut sich Brandenburg entwickelt hat. Und da ist es so hier so wie im Brennglas. Das heißt, die Menschen, die hier unterwegs sind, gehen nicht nur durch eine Präsentation, sie gehen auch durch eine wunderschöne Stadt. In Potsdam zeigt sich, wie vielfältig Deutschland ist. Doch 30 Jahre nach der deutschen Einheit stellt sich erneut die Frage, wie sehr sind Ost und West nun zusammengewachsen? Aktuelle Umfragen zeigen, dass gegenseitige Anerkennung immer noch fehlt. Die Westdeutschen sagen eben, ja, wir haben viel gezahlt. Die Ostdeutschen sagen, wir haben viele Veränderungszumutungen erleben müssen. Es ist auch viel nicht so gut gelaufen. Also viele fühlen sich dann auch verohnmächtigt durch den Prozess der Vereinigung, in dem dann plötzlich die Mächtigen, diejenigen mit Geld woanders saßen. Und das sind Dinge, die bis heute nachwirken und die von den Leuten auch so reflektiert werden. Trotz der Corona-Krise ist als Höhepunkt der Feierlichkeiten ein Festakt am 3. Oktober geplant. Allerdings mit nur sehr wenigen Gästen.